Hi, ich bin Johannes von newgadgets.de und gerade am Nokia-Stand auf dem Mobile World Congress 2012 in Barcelona. Und ihr seht, wir haben hier ein Nokia-Phone, das nicht gerade dünn ist. Aber warum ist es denn nicht so dünn? Schaut euch mal auf der Rückseite an, haben wir eine Carl Zeiss 41-Megapixel-Kamera hier. Das ist schon very impressive, würde ich mal sagen. Hier ein Xenon-Blitz, auch noch ein Fotolicht für Videos. Und ja, schauen wir uns das Ganze mal an. Das ist ja natürlich das Hauptfeature der Kamera. Und das sieht schon ganz gut aus. Hier wurde auf jeden Fall Wert auf die Kamera gelegt. Ihr seht, wir nehmen hier gerade mit 34 Megapixel auf. Es gibt sehr viele Einstellungen, die wir hier einstellen können. Zum Beispiel auch Intervallfotografie etc. Wir können den Kontrast einstellen, alles, was wir, also mehr als normalerweise in einer auf einem Kamerasmartphone. Und das Ganze sieht ganz gut aus. Ich fotografiere jetzt mal irgendeinen hier. Mir egal, ob das dem gefällt oder nicht. So, wenn wir da mal reinzoomen, sieht schon ganz gut aus. 34 Megapixel Foto gerade und in der Galerie habe ich noch ein paar coole Fotos entdeckt. Da gehen wir auch noch mal drauf. Das sind auch ganz coole Fotos und wenn man da reinzoomt, das sieht schon ganz cool aus. Also das wurde auch gerade eben gemacht, das Foto hier auf dem Teppich von der Jeans. Gut, nichts Besonderes. Zoomen wir mal rein, okay. Aber zoomen wir noch mal rein. Ihr seht so viele Details. Es sieht schon sehr cool aus. Also mit einem Smartphone gemacht. Also ich bin ein bisschen beeindruckt, deshalb auch leicht sprachlos. Es sieht schon cool aus. Dieses Foto ist auch mit dem Smartphone gemacht. Wenn wir da mal reinzoomen, erkennen wir auch Details, die wir vorher natürlich nicht gesehen haben. Zum Beispiel diese Sonnenbrille. Also ihr seht, eine hohe Auflösung bei einem Kamerahandy ist auf jeden Fall schon ganz gut. Und ich bin gespannt, wie das Ganze dann ist, wenn ich es mal irgendwo in Urlaub mitnehme, denn ich werde das Smartphone auf jeden Fall, denn es kommt im Sommer noch, es kommt noch vor dem Sommer raus, nach Taipei mitnehmen. Und da werde ich mir anschauen, wie da die Fotos aussehen. Also bin eigentlich schon schwer begeistert von dem Phone. Ist natürlich ein bisschen schwerer als andere Smartphones, aber wir haben auch so einen dicken Brummer von Kamera da drin. Leider ist kein optischer Zoom vorhanden, aber natürlich digitaler. Schauen wir uns das mal ein bisschen genauer an. Wir haben eine Frontkamera für Videotelefonie, haben hier Micro-HDMI und Micro-USB und ein Headset-Port. Auf der rechten Seite Lautstärke-Taste, hier den Lock und auf jeden Fall die Kamerataste, um zu fokussieren und dann das Foto machen zu können. Das Material fühlt sich sehr gut an, in meiner Meinung nach. Mattes Weiß und matte Oberfläche, fühlt sich sehr cool an. Liegt sehr gut in der Hand, ist hier auch leicht gebogen, damit man es so halten kann. Ja, gefällt mir auf jeden Fall sehr gut, das Nokia 808 PureView hier auf dem Mobile World Congress in Barcelona.